spontan, frisch und fröhlich das Video auf deinem Kanal einleiten. Auf meinem Kanal? Hallo und herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Video. Matze Busse hat mich gerade gesagt, ich darf mein eigenes Video einleiten. Danke an dieser Stelle, Matze. Und ich merke, dass ich langsam runterkomme, denn ich bin bis vorhin so organisatorisch von links nach rechts gehüpft und gefühlt tausendmal ans Telefon gegangen. Selbst beim Duschen habe ich noch telefoniert. Und wenn man so einmal unter Strom steht, dann muss man das erstmal von sich abschütteln. Und so langsam kann ich die Veranstaltung genießen, denn es läuft alles. Großartige Helfer im Hintergrund, und die das gar nicht möglich wäre, diesen Champions Talk hier aufzuziehen. Also wirklich ganz, ganz großen Respekt an alle, die im Hintergrund arbeiten, mir den Rücken frei halten. Und ja, ich freue mich, dass alle da sind, und wünsche uns einen schönen Verlauf und viel Spaß mit dem Video. Das Event ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich bin gestern überwältigt. Also, man kriegt wieder so ein richtiges Gefühl dafür, wie Bodybuilding lebt. Und das ist wunderschön. Man kriegt eben das Ganze auf Instagram mit, auf YouTube, aber hier fühlt man es einfach so richtig. Und es freut mich, dass die deutsche Community wirklich so brennt für das Ganze. Und ich bin wirklich gespannt, was der Tini heute auf die Beine gestellt hat. Wir sind eben erst angekommen und wir haben wie viele Stunden Fahrt hinter uns? Fast 8 Stunden Fahrt hinter uns. Aber ich glaube, es wird ein genialer Abend heute. Was soll ich denn da jetzt noch ergänzen? Soll ich übersetzen oder versteht ihr? Habt ihr ihn verstanden? Es ist schon enorm. Also wenn man von der Autobahn hier runterfährt, hat man und auf den Navi schaut, erstmal, wo bin ich hier? Dann haben wir die Fenster runtergemacht und gerochen, wo wir hier sind. Dann wussten wir, okay, wir sind sehr ländlich, und biegen um die Ecke und kommen hierher und sehen auf einmal so eine Menschenmenge, so Oktoberfest-Feeling schon ein bisschen. Und alle mit Sport begeistert. Jeder hat einen dicken Ärmel, alles durchtrainiert sportlich. Und wir können nur gespannt sein, wie das Ganze ankommt am Ende, wenn wir in dem Zelt zusammensitzen und die Leute ihre Fragen auf uns werfen. Da bin ich sehr gespannt, was da alles bei rumkommt. Also Tim, wenn er Tim was macht, dann macht das so 110%, und das hat er hier mal wieder bewiesen. Und ganz egal, ob er 4 Weeks out ist oder mitten in der Offseason, Team liefert. Also, top. Ja, brutal. Unheimlich viele Leute. Die alte Garde zusammen hier und ich. Hier ist die alte Garde. Ne, also wir halten ja wacker zusammen und fertigen viele Autogramme ab. Das ist eine tolle Sache hier. Das ist schon toll, dass der Tim auf die Beine gestellt hat. Wir sind zusammen so alt wie 4 junge Athleten. Ja. Krass. Ist auch einen langen Weg auf dich genommen, oder? Auf jeden. Ich hätte auch keinen kürzeren gewollt, um ehrlich zu sein. Ja, na klar. 400 sind es ziemlich genau, eine Strecke. Fährt sich zwar ein bisschen beschissen, aber ist egal. Hier macht es umso mehr Spaß. Und das ist die Hauptsache. Wie findest du es bisher? Absolut beschissen hier. Nee, Spaß. Also hier Champions Talk fängt, glaube ich, gleich an. Wir sind hier fleißig am Start mit den Jungs hier zu meiner Rechten. Also einiges los hier, und ja, wir haben Spaß. Und so sieht's aus hier. Burger habe ich noch nicht gegessen, aber ich habe auch gehört oder gesehen, die sind auf jeden Fall gut. Also wir freuen uns, was da drin gleich abgehen wird. Guten Tag. Wie ist bisher? Super. Die Autofahrt war sehr nervig, ne? Weil hier ein mega Stau war. Aber hier ist top, wie Freiluft-Fibo sozusagen. Ja. Ordentlich was los, ne? Ja, das Gras wird immer mehr gefüllt. Gut, macht auch Sinn, weil gleich geht's ja los. Ne? Ich muss sagen, mega Veranstaltung, unheimlich viele Menschen, Bodybuilding-Fans, Liebhaber, die den Weg hierher gefunden haben.
erstaunlich, was manche für Kilometer auf sich nehmen, um dann hierher zu kommen. Also mich hat es riesig gefreut, die Athleten waren gut drauf, es war wirklich ein freundliches Publikum, die Leute waren, glaube ich, einfach happy, dass sowas in der Form stattgefunden hat. Vielen Dank an der Stelle, ganz speziell an den Tim, dass er mich eingeladen hat, hier die ganze Sache zu moderieren. War mir eine große Ehre und hat natürlich auch einen riesen Spaß gemacht, mit solchen Athleten zu talken. Es war nicht ganz einfach, da bin ich ehrlich, weil es waren sehr viele Athleten und du möchtest natürlich jedem die nötige Zeit geben, was sagen zu können. Du willst natürlich auch bei jedem so ein bisschen was rauskitzeln und ja, manchmal muss man dann gut überlegen, wem kann ich welche Frage stellen, wer kann mit welchem Thema sehr gut umgehen. Du möchtest ja auch nicht einen Athleten oder eine Athletin bloßstellen. Aber ich finde, die Athleten haben das super gemacht, haben ehrlich geantwortet, haben riesen Spaß dabei gehabt. Und wenn dann zum Schluss der Fabian, der Tim und der Thomas sich noch ausziehen, dann steht natürlich hier, ich wollte schon sagen die Halle, aber dann steht das Zelt natürlich Kopf. Und ich denke, es war eine gelungene Veranstaltung. Ich hoffe, dass man in dem Rahmen das auch nochmal wiederholen kann. Und sollte es so eine Veranstaltung wieder geben, freue ich mich natürlich, wenn ich dabei sein darf. Also ich fand es mega, die ganzen Athleten mal alle gemeinsam zu sehen, weil bis auf die FIBO oder so gibt es ja kaum so die Möglichkeit, die alle mal hier live und in Farbe, sag ich jetzt mal, zu erleben. Und das was ganz anderes, als wenn man nur die Videos schaut und jetzt wirklich eine reale Person zu sehen. Das ist mega cool gewesen und hat super viel Spaß gemacht. Also wir waren super begeistert, als wir gehört haben, dass so viele Leute auf einmal kommen. Und da haben wir gesagt, okay, das müssen wir jetzt nutzen, die Möglichkeit, tolle Athleten auf der Bühne zu sehen und dementsprechend. Tim hat ja einiges angekündigt und es war einfach nur spitze. Was uns hierher getrieben hat, auf jeden Fall, ich sag mal, der Sport natürlich. Und natürlich die Vielzahl der Athleten, die er aufgeboten hat. Also fand ich schon toll, dass er so viele verschiedene Athleten und auch bekannte Athleten hier unter einem Hut oder an einem Zelt gebracht hat. Und ja. Einfach hautnah die Athleten auch zu erleben und einfach ihre Meinungen auch mal zu hinterfragen, war einfach schon episch. Also ich muss sagen, ich habe glaube ich noch nie vor so vielen Menschen irgendwie gesprochen. Selbst in der Schule bin ich immer den ganzen aus dem Weg gegangen. Deswegen war ich echt sehr nervös und fand es irgendwie auch dann doof, dass der Mats direkt mit mir angefangen hat sozusagen. Aber im Großen und Ganzen hat es dann danach auch wieder nachgelassen und ja, war auf jeden Fall ein mega schöner Abend und ich denke, selbst alle auf der Bühne konnten viel für sich irgendwie nochmal mitnehmen, weil so viele einfach dabei waren und so viele unterschiedliche Meinungen da waren. Ja, also es war auf jeden Fall ein schöner und gelungener Abend und den lassen wir hier jetzt noch auf. Jetzt zum Abschluss des Champions Talks sind wir nochmal mit allen Athleten hier in der Burgerei. Ist für mich ein mega Highlight und deswegen möchte ich hiermit das Video auch beenden. Wir haben mittlerweile schon 1 Uhr nachts. Ich muss morgen früh um 6 Uhr wieder hier sein. Ich wünsche meinen Gästen und Athleten noch viel Spaß hier und vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Impressionen von dem Champions Talk und so haben euch gefallen. Wer da war, gerne unter das Video ausführlich kommentieren, was euch gefallen hat, was man besser machen könnte. Und vielleicht entstehen aus diesen Kommentaren ja nächstes Jahr ein weiterer Champions Talk 2.0. Nochmal optimiert, verbessert, wie auch immer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke an meine Gäste, danke an alle. Ich bin happy. Ich war mega im Sack die letzten Tage. Aber nach dem heutigen Tag hat sich jede Arbeit, jede Mühe gelohnt. Danke. Ciao.